Hallo meine lieben Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge von Call of War. Hallo. Ja, wir sind immer noch dabei und uns fehlen immer noch diese vier Städte. Und wir haben auch schon einige Städte wieder hier so auf dem Weg versucht einzunehmen. Wir sind da halt noch bei. Und ja, die Einheiten hier versuchen das noch alles zu verteidigen und ich versuche da halt anzukommen, ne? Versuche da halt zu landen und gucken, was geht. Sonst habe ich hier so die Wege. Ich möchte langsam das Spiel zu Ende bringen, tatsächlich. Deswegen, ich gehe jetzt einfach ruckzuck auf die Städte drauf und dann ist gut. Werden sie nicht schaffen, ne? Ne. Ein besser Panzer bauen hier. Versuchen die mit allen Mitteln, die Amis, mich da wegzukriegen. Aber ich habe mir mal gedacht, ich probiere mal was aus. Provinzen. Alle. Alle will ich haben. Bauen. Ist ja immer noch kein Premium. Ah, schade. Ich hätte nämlich gerne diese Krupp gebaut. Ganz viele von. Aber leider fehlt mir nur ein bisschen. Moment. Kriegen wir hin, oder? Stahl brauchen wir hier. Top-Angebote. Stahl haben wir. Ich glaube, jetzt haben wir es, oder? Wenn das Spiel jetzt noch länger dauert, werde ich massig von diesen Eisenbahngeschützen gebaut haben. Massig. So, gebäudetechnisch kann ich da noch irgendwas bauen. Geheimlabor, könnte ich ein bisschen was ausbauen. Das bringt, glaube ich, gar nichts. Industrie. Eine Fünfer. Propaganda. Gerne. Gerne. Wegen Propagandabüros brauchen wir ja auch wie blöd. Leider. Aber bringt es was, diese Straße hier mittlerweile? Die Moral sinkt trotzdem. Das ist nicht so geil. Er bleibt stabil. Ich kriege hier nichts auf der Reihe, weil die Moral einfach nicht steigt. In Städten ja, klar, da ist sie gestiegen, aber allgemein woanders nicht. Ich möchte ja auch gerne mal irgendwo wieder einen Fortschritt sehen, aber den sehe ich gerade nicht. Guck mal, hier kann ich jetzt wieder ein vorrücken, weil da hat sich's gelegt. Genauso wie hier. Also hier hat es anscheinend funktioniert. Wir marschieren einfach hier jetzt durch. Komm. Scheiß drauf, wir marschieren hier jetzt einfach durch und die kriegen sie einfach als Unterstützung mit. Dass sie die Städte kriegen. Hier sammelt sich ja gerade eine Armee. Das ist die hier. Die darf unterstützend ja auch schon mitkommen. Also, zack, Angriff. Da gibt der Tiger mit, da geht einmal der mit und der mit. Ein Angriff. Normal brauchten wir hier Arti. Ich
Die haben wir hier leider nicht. So, du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit. Du sowieso. Das heißt, du bleibst hier, bewegen. Hier hin. Forschung ist wieder frei. Schütze. Hab leider nichts, hab auch keine Kohle mehr. Interessant. Hier noch ein Tiger gebaut, ne? Oh, hier ist eine Artilleriestellung. Die muss hier an die Front. Ganz dringend. Würde ich mal sagen, schau ich später nochmal rein. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben endlich gewonnen. Boah, ey, das war ein Kampf. War richtig heftig. So, gucken wir uns mal hier schnell die Zusammensetzung an. Und dann machen wir das nämlich so wie bei meinem Tagebuch des Krieges bei Conflict of Nation. Dass wir da einfach auch die Timeline mal so angucken. Gut, Provinzen erobert habe ich 1936 Stück. Vernichtete Einheiten 1562 Stück. An meisten vernichtete Einheit Miliz 339 Stück. Fertiggestellte Gebäude 1320 Stück. Produzierte Einheiten 869 Stück. Am meisten produzierte Einheiten Infanterie. Ist auch klar, das ist tragende, ja, Funktion der Armee, würde ich mal sagen. Ich bin froh, dass es das Spiel zu Ende ist, tatsächlich. Und ich hoffe, das Video habe ich schon gemacht. Ich werde eine Community-Runde machen. Wenn die noch nicht voll ist, ist sie auch noch nicht gestartet. Wir versuchen so viele Leute hier reinzukriegen und nur die Leute, die dann halt das passende Video geguckt haben und dann halt den passenden Community-Link dazu oder halt die Server-ID gekriegt haben, können halt dran teilnehmen. Das ist so ein kleines Community-Spiel für mich. Dafür muss ich jetzt erstmal wieder Premium holen, aber das werde ich tun. Das ist mir sozusagen ein kleines Dankeschön, dass ihr diese Videos geguckt habt, auch so fleißig geliked habt und allen drum und dran. Aber jetzt gucken wir uns erstmal nochmal genauer an. Was hatten die Gegner alles? Oder waren die in den letzten Zügen? Was? Belohnung sammeln, einsamer Wolf. Beende eine Runde. Ein Einzelsieg. Belohnung will ich jetzt nicht einsammeln. Nee, gehen wir wieder zurück. Komm hier. So, wir wollten uns jetzt nochmal hier Persien angucken. Persien hatte nicht mehr viel. Tatsächlich, Persien hatte nicht mehr viel. Aber kein Wunder, dass ich hier zurückgeschlagen worden bin. Die hatten hier auch wieder diese Eisenbahngeschütze. Die haben mich wahrscheinlich dann immer wieder in Schach gehalten. Was hier aussieht, wie hier Saudi-Arabien, die hatten ja so gut wie gar nichts mehr. War auch interessant. Das hätte ich auch locker machen können, also. Aber hier, das war heftig. Die haben auch so viele Geschütze gehabt, ne? Xinjiang. Also, die haben auch richtig Gas gegeben. Oh, kein Wunder, dass die so viel ausgehalten haben. Und hier mein Posten, ne? Die haben ja so ziemlich alles abgewehrt, was in der Nähe war. Aber das war ganz nice. Hier dann noch so einzelne Truppen, die hier so ein bisschen durch die Gegend marschiert sind. Genauso wie ich hier jetzt auch auf dem Weg war. In Alaska schon und hier auf die Wege. Ich war ja noch nicht überall da, wo ich hin wollte, aber gereicht, um zu siegen. Erst mal die strategischen Ziele alle eingenommen. Europa war ja klar, da war ja nicht mehr viel. Afrika. Ernsthaft? Das war das Einzige, was hier noch stationiert war in Afrika. Sonst war hier gar nichts mehr und ich hatte hier so eine riesen Armee noch quasi noch da, die einfach hier überrennen konnte. Das Einzige wirklich war hier und da ein 10er-Stack. Schon brutal. So, die Niederlande, ne? Die hatten hier noch ein bisschen Armee, war aber nichts Bedrohliches. Japan
Hat ein paar Flugzeuge, aber immer noch weniger als Flugzeuge, als ich selber habe. Und die Marine war auch noch nicht so weit geforscht. Ach ja, was ist das? Kommando. Das ist ja das einzig Schöne mit dem neuen Update, das mit diesen realistischen Bildern. Das ist schon nice. Die Amerikaner, die hatten wirklich auch nicht mehr wirklich viel hier. Die haben schon fast alles entgegengeworfen, was sie hatten. Haben es zumindest versucht. Brasilien hatte wirklich nicht viel, aber hier so Bolivien und Argentinien, die hatten auch noch ein paar Truppen. Aber ich glaube, wenn ich so weltweit vergleiche, habe ich mindestens ein Drittel der weltweiten Armee. Oder ein Drittel ist vielleicht ein bisschen hoch gerechnet, vielleicht ein Viertel oder ein Fünftel. Irgendwie in dem Bereich auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, auf jeden Fall eine gute Alternative zu Conflict of Nation. Und liebe Leute, die Call of War kennen, guckt doch mal bei Conflict of Nation rein. Das ist, würde ich sagen, von der Spielschwierigkeit etwas einfacher, weil die KI da nicht so brutal ist. Die KI macht nämlich eigentlich gar nichts in dem Sinne, dass sie Provinzen erobert oder so. Also zumindest wenn, nur sehr wenig. Und die erklären auch nicht so einfach den Krieg, außer man ist ein großer Kriegstreiber und geht überall rein, ohne Krieg zu erklären. Das ist auf jeden Fall schon mal Erfahrung. Auf jeden Fall kommt dieses Jahr noch eine Supremacy-Staffel. Das ist ja den Ersten Weltkrieg. Und ihr könnt euch freuen, nächsten Monat beginnt die Staffel 7 mit Conflict of Nation. Das wird was ganz Besonderes sein, da habe ich mir nämlich was überlegt. Aber nein, da kann keiner mitspielen, also versucht es nicht gar nicht erst zu fragen. Ihr könnt euch freuen, dass ich jetzt noch ermögliche, dass man noch zusammen Call of War spielt, sozusagen ein großes Community-Spiel. Ich werde die Nation auch Zufall stellen, wer was kriegt und dann ist gut. Dann auch auf Weltmap, hier so in der Größe. Dann werden wir mal sehen, wenn wir aufeinandertreffen, was da passiert. So. Jetzt wollte ich ja die Timeline nochmal angucken. Die Timeline. Moment. Dann mach ich sowohl. Dann haben wir hier jetzt die Timeline. Da, am Anfang war halt Brasilien tatsächlich auf Platz 8 unterwegs. Moment. Alle Anzeigen. Großbritannien war auf Platz 1 mit den USA zusammen. Dann kam Frankreich, Russland, Japan. Italien, ich startete mit Platz 9 in der Rangliste. Das heißt, ich war nicht mal die stärkste Nation am Anfang. Aber es gab direkt Konflikte. Ich bin ja am Anfang, habt ihr ja selber gesehen, habe ich Belgien übernommen und habe geguckt, dass ich ganz schnell quasi so kleine Kernprovinzen kriege. Ich wusste ja noch nicht, wie die KI reagiert. Dann haben wir halt schön weitergekämpft und die Frontlinie hat sich halt ein bisschen halt in der Zeit verändert. Und Deutschland wurde immer größer. Wir hatten auch viele Verbündete, viele Leute, die inaktiv wurden. Es war ein interessanter Kampf. Es war auch ein interessanter Krieg. Und hier war ich schon so weit in Afrika. Ne? Muss man sich überlegen, wie ich bis zum Ende des Spiels nicht geschafft habe, Afrika komplett zu erobern. Weil einfach überall diese scheiß Moralprobleme waren. Und dann hatte ich hier nachher das ganze, den ganzen Krieg mit Russland, wie man hatte schon. Und dann ging das alles nur aus den Fugen. Ich habe einfach versucht, das Spiel so gut es geht fertig zu kriegen. Da war ja der Angriff von Italien da oben, wo wir Berlin verloren haben. So, da war der USA-Kanada-Krieg. So. Und da haben wir einen richtigen Sprung gemacht. Oh ja, da haben wir einen richtigen Sprung gemacht. Gehörte ja noch England zu unseren Verbündeten. Und da nicht mehr. Da hat uns England angegriffen und dann ging der weltweite Krieg erst richtig los. Es war einfach nur brutal. Der ganze Krieg in Europa und allen drum und dran, das Europa in Flammen quasi, ne? Das war schon übel. Und bis das alles sich beruhigt hat, gedauert. Und es war nicht einfach für mich. Im Großen und Ganzen war das eigentlich eine wunderschöne Runde und sie hat auch ziemlich viel Spaß gemacht, wie oft das ich auch immer sagen kann. Diese Staffel ist damit leider zu Ende, liebe Freunde.
Wenn ihr das ordentlich liked und einen drum und dran und ihr wünscht, es soll eine dritte Staffel kommen, werde ich das für auf jeden Fall dieses Jahr eventuell sogar noch planen. Aber ob sie dieses Jahr kommt, das ist eine andere Sache. Wegen, ich kann nicht so viel blub nebenbei machen. Wegen, ich bin ja auch noch berufstätig. Ich lebe ja nicht für YouTube. Leider. Das wäre schön. So, denkt an mein Projekt, was ich gerade habe mit meinem Gaming Room und allem drum und dran. Wenn ihr da mal reinguckt, habe ich ein Video zu gemacht, wie ich aktuell hier sitze und was ich so ein bisschen vorhab. Und tatsächlich, wenn dieses Video hochkommt, werde ich wahrscheinlich schon dann dran sitzen, irgendwas davon umzusetzen, was ich im Moment fähig bin zu machen. Bis dahin würde ich mal sagen, liken, abonnieren, Glocke bimmeln, bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Schrank und ihr seid die Besten. Ohne euch funktioniert. Bis dann. Ciao.